So. Zurück nach Machulla. Wir haben jetzt genug Seelen, um uns eine noch teurere Leiter von Gilligan zu kaufen. Und dann werden wir hier ein kleines Hops-Spiel machen. Was für einen Ring habe ich denn ausgewählt? Ach, Lebenssicherungsring. Okay, ich hätte gerne den Hartsteuerring wieder, danke. Hey, what have you been up to? Achso, stimmt, wir haben die bessere Leiter ja schon gekauft. I thought it. Oh. Well. Nee. Hi. Was? Okay, das heißt, wir müssen uns mit den Leitern begnügen, die wir jetzt hier haben. Vorher nehme ich allerdings, auf welchen ich jetzt gerade den Ring schon getauscht habe, den Katzenring. Aus dem Grund, dass wir keinen Fallschaden kriegen oder weniger Fallschaden. Ja, man sieht, es hat schon mal weniger Fallschaden gemacht. Heile ich mich mal kurz hoch. Und nächste Station. Ein Wahrheitsverkünder, der ist nie verkehrt. Und ab hier hätten wir die Leiter nehmen können. So, jetzt wird's tricky. Jetzt müssen wir nämlich da drüben hin springen. Genau. Da ist etwas giftiges Moos. Und dann hier hin. So, wir könnten theoretisch auch weiter runter. Will ich aber erstmal nicht, denn dafür bräuchten wir die bessere Leiter. Um am besten dahin zu kommen. Ich will erstmal hier ins Heiligengrab. Das neue Gebiet. So, dafür wechsle ich jetzt endlich den Ring. Und ja, bevor ich raste, zeige ich euch das Rattenmaul. Oh ja, ich habe ganz vergessen, Gegenstandskiste. Du kannst weg. Die haben wir nämlich schon mal. Oh, ja. Ist er hier irgendwo? Pike des alten Ritters. Ich hätte schwören können, wir hätten... Dragonlick. Das ist das Großschwert. Haben wir nicht schon eine Waffe des schwarzen Ritters eingesammelt? Oder täusche ich mich gerade? Hellebarde, Pike... Und ja, man hört jemanden lachen im Hintergrund. Nein, das ist wirklich die erste Waffe, die wir vom Schwarzen Ritter... Oh, wir haben zwei Morgensterne, dafür brauchen wir nur einen. Hätte echt schwören können, wir hätten schon zwei. Naja. Gut, von dem restlichen Zeug... Alone-Rittergamaschen haben wir schon. Hier haben wir gerade nichts doppelt. Nein. Der Zauber... Die Pyromantie kann weg und alles andere sieht okay aus. So. Ja, genau der hier lacht, nämlich. Wow. Ich dachte, dich kann man mit einem Schlag töten, okay. Und ab hier versuche ich es mal mit meiner Feuerlanze. Einfach weil hier Ratten sind. Ja. Garstige Ratten. Die einen ziemlich bösen Tick drauf haben. Also mit Tick meine ich den Balken, die man da unten gerade gesehen hat. Ich ziehe mich mal kurz zurück, dass ich das mal erklären kann. Das wollte ich nämlich jetzt auch erklären. Nämlich gehen wir mal kurz zu den Resistenzen. Hier. Sind sie ja. Also wir haben hier Abwehr. Das ist eigentlich klar. Körperliche Abwehr gegen körperlichen Schaden.
Magieabwehr gegen magischen Schaden und so weiter. Und hier sind die Resistenzen. Wir haben einmal Giftresistenz. Das kennt man ja schon aus Dark Souls 1. Und zwar gibt es einmal Gift und einmal Toxisch. Wobei sich das hier schwerer unterscheiden lässt in Dark Souls 2, was jetzt Gift und was Toxisch ist. Ich glaube, Gift war ein lilaner Tropfen oder ein grüner Tropfen und Toxisch war der lilane oder ein schwarzer. Das ist ja klar, wenn der Balken, der Giftbalken hier vollgelaufen ist, nimmt man über Zeit Schaden. Bei Toxisch nimmt man noch mehr Schaden und es hält auch viel länger, gefühlt her. Dann gibt es Blutung. Das kennt man auch aus Dark Souls 1. Wenn der Blutungsbalken voll ist, nimmt man instant einen Haufen Schaden. Und dann gibt es jetzt neu Versteinerung und doch das bekannte Fluch. Wobei Fluch jetzt hier anders funktioniert. Nämlich Fluch läuft auch voll, wie auch in Dark Souls 1 bekannt. In Dark Souls 1 ist man dann aber kristallisiert, also sozusagen versteinert und gestorben. Und hatte auf einmal nur noch die Hälfte an Lebenspunkten, weil man eben verflucht war. Fluch hier wirkt etwas anders. Wenn man hier verflucht wird, ist das so, als ob man einmal gestorben ist, aber man ist halt nicht gestorben. Also die maximalen Lebenspunkte sinken um 10% und man wird zur Hülle, wenn man menschlich ist. Versteinerungsresistenz ist jetzt das neue Verfluchen, was man aus Dark Souls 1 kennt. Also wenn der Versteinerungsbalken vollgelaufen ist, wird man eben versteinert und ist tot. Was ziemlich garstig sein kann. So. Sind hier noch Ratten? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Und ja, dieses Gebiet hier ist auch noch ein besonderes, was man offline machen kann, um einen weiteren Invasor zu bekommen. Erstmal dich hier töten. Seidige Steine einsammeln. Und dann Ratten töten. Also man sieht, ein Biss von den Ratten macht Versteinerung. Reparaturpulver. So, wo bleibt mein Invasor? Achso, ja, der kommt erst, wenn wir hier die Leiter hochklettern wollen. Jo. Dann kommt nämlich Roy, der Erkunder. Und will uns ordentlich in den Hintern treten. Mal sehen, wie gut ich mich gegen Roy anstelle. Und man sieht, er trägt die halbdurchsichtige Aurora-Rüstung. Und unsichtbare Waffen. Also ja, er ist nicht sonderlich heftig. Aber es reicht, ihn aus dem Weg zu räumen. So. Gut, wir haben ein Menschenbild. Und wir können jetzt erstmal hier hochklettern. Da sehen wir schon eine Nebelwand. Und da kommen Ratten aus der Decke gefallen. So, da kommt noch eine. Ich will nämlich jetzt erst einmal hier hinten das Leuchtfeuer anschalten. Und dann mal eine kurze Erklärung zu dem Gebiet. Wenn man in dieses Gebiet reinkommt, als Normalsterblicher, sage ich jetzt einfach mal. Also man ist nicht im Rattenkönig-Eid. Nehme ich mal vorweg, wie dieser Eid heißt. Dann kann es passieren, dass man einfach so als Phantom in eine andere Welt gezogen wird. Oh, hier könnte ich eine Fackel entzünden. Bringt mir allerdings nicht viel. Und ja, hier ist eine kleine Rattenhorde, die da einfach mal auf uns so lauert.
Wenn wir nämlich den Heimatknochen nehmen und uns verdrücken wollen. Na, kommt ihr? Ja, dann kommen sie. Und weg sind sie. Ja, und hier kann man durchschauen. Hier könnten wir sogar schon einen Blick auf ihn erhaschen, den Rattenkönig. Das ist nämlich seine Domäne. Da hinten sehen wir nämlich die Nebelwand. Gut. Also, wie ich sagen wollte, man wird dann als graues Phantom in die andere Welt gesaugt. Und, ja, muss dann eben gucken, dass man entweder den Herrn der Welt tötet oder dass man so schnell wie möglich zum nächsten Leuchtfeuer kommt. Also das da oben. Das kann ich ja nachher, wenn wir wieder im Online-Modus sind, mal kurz zeigen vielleicht. Dong. Hier will ich mal kurz rüber. Also hier brauche ich einen Wahrheitsverkünder, um das Ding hier zu öffnen. Ihr seht versteinerte Ratten. Und da kommen die echten Ratten. So. Jetzt können wir noch kurz hier hochgucken, obwohl ich mir sicher bin. Ja, hier gibt es noch mal Loot. Blister der Verzweiflung und eine Fackel. Und ja, diese Brücke, die müssten wir auch von der anderen Seite mit einem Lockstone aktivieren. Aber... ja, wir hätten noch zwei Lockstones, aber die will ich nicht für was Sinnloses ausgeben. Das hier wäre einfach nur ein Umweg für den Gegner. Also die ganzen Lockstones, die man hier sieht, die Wahrheitsverkünder oder Wahrheitswerke, sind nur dazu da, hauptsächlich abgesehen jetzt von der Brücke, um die grauen Phantome zu behindern, die in die eigene Welt eindringen. Also man kann hier wirklich einen Haufen Fallen aktivieren und einen auf Dungeon Keeper machen. Dungeon Keeper für Arme jedenfalls. So. Dann gehe ich jetzt mal an dem Leuchtfeuer rasten. Dadurch ist zwar hier alles respawned, aber wir müssen hier eh nicht mehr durch. Und wechsle jetzt auf den Versteinerungsschutzring. Wo ist er denn? Den Versteinerungsschutzring, den ich noch nicht habe, kann das sein? Ja. Mist. Okay, probieren wir es ohne Versteinerungsschutzring. Denn das hier ist ein ziemlich übler Bossfight jetzt. Man muss schnell sein und man muss aufpassen. Ja, hier kommen viele Ratten. Die zwar nicht viel Schaden machen, wenn sie zubeißen, aber man sieht, die Versteinerung tickt doch ziemlich schnell hoch bei jedem Biss. Im Verhältnis jedenfalls. So, und wir müssen jetzt hier erstmal Ratten töten. Wow. Und hoffen, dass er bald mal kommt. Ja, da kommt er jetzt, der Boss. Nämlich die königliche Rattenvorhut. Wow, und da ist er, glaube ich, uns fast auf den Kopf gefallen. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir ihn hier rausfischen. Und zwar ohne, dass wir hier totgebissen werden.